Hast du Glaube dafür, dass sich in deinem Leben etwas verändern wird? Hast du Glaube dafür, dass in der Situation, in der du stehst, sich etwas tun wird, etwas zum Positiven verändern wird? Hast du Glaube, dass Gott die Situation, in der du stehst, verändern wird? Hast du Glaube für dein Business, dass genug Aufträge reinkommen? Hast du Glaube für eine Partnerschaft, die du dir wünschst, für eine Schwangerschaft, die du dir wünschst? Hast du Glaube, dass du gesund wirst? Hast du Glauben an Gott, dass er kommt in dein Leben und die Dinge zu deinem Besten verändert? Ich habe vor kurzem Hesekiel 36 studiert und da ist mir etwas ganz Interessantes aufgefallen. Dort in dem Kapitel kommt etwa 22 Mal vor, ich werde. Und zweimal, ich will. Das sagt Gott zum Volk Israel. Ich werde zu euch kommen. Ich werde euch bauen. Ich werde euch neu beschenken. Ich werde euch sammeln. Ich werde euch Gutes tun, mehr als in euren Anfängen. Glaubst du das für dein Leben, dass Gott etwas Neues tut? Etwas zu deinem Besten verändert? Ein Vers hat mir besonders ins Herz gesprochen, den lese ich dir vor. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Siehst du, darin ist unsere Zuversicht. Der Herr wird dir etwas Neues geben. Heute ist die neue Möglichkeit, mit Gott zu gehen und zu hören, dass er dieses zu dir sagt, ich werde, ich tue es. Es ist mein Geschenk an dich. Ich werde meinen Geist in dein Inneres geben. Entwickel doch ganz neu heute Glauben an Gottes Möglichkeiten, dass er etwas Neues in dein Leben hineinspricht und verändert. Ich wünsche dir, dass du in diesem Bereich heute erfährst, Gott hat mehr für mich.